Zuerst musst du wissen, nicht fürchten, sondern wissen, dass du einmal sterben wirst. Wer von euch weiß, aus welchem Film dieses Zitat stammt, darf das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Für mich eines der besten Filmzitate und der ideale Aufhänger für das heutige Thema, denn es geht um die psychologischen Effekte, die auftreten, wenn wir an unseren eigenen Tod erinnert werden. In der Forschung spricht man dann von der Mortalitätssalienz, also der Gedanke an den eigenen Tod wird salienter, wird bewusster gemacht. Und weil der Tod und die Angst vor dem Tod für uns Menschen so ein großes Thema ist, konnte man in unzähligen Studien, und das wissen eigentlich wirklich sehr wenige Menschen, sehr erstaunliche Effekte beobachten, wenn man Menschen an ihren eigenen Tod erinnert hat. Sehr häufig konnte man beispielsweise beobachten, dass Menschen angesichts ihrer eigenen Endlichkeit und damit quasi später Unbedeutenheit ihr eigenes Selbstbild aufwerten und zum Beispiel auch lieber zum Beispiel Luxusprodukte kaufen, aber auch ihre eigenen kulturellen Überzeugungen aufwerten, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass so etwas dann später überdauert, quasi ihr eigenes Vermächtnis sein kann, wie zum Beispiel, wenn man patriotisch ist, wird man noch patriotischer, wenn man an den eigenen Tod erinnert wird. Und man wählt dann auch eher Donald Trump im Gegensatz zu Hillary Clinton. Oder wenn man religiös ist, wird man noch religiöser. Oder auch sehr witzig, wenn man Vegetarier ist, dann wird man quasi noch missionarischer und möchte, dass andere auch Vegetarier werden. Es gibt aber noch viele weitere Bereiche, in denen solche merkwürdigen Effekte auftreten können und mit denen man uns auch beeinflussen kann, ohne dass wir es merken. Und diese Bereiche und auch wie so Studien im Allgemeinen zur Mortalitätssalienz ablaufen können, werden euch heute vorgestellt, nicht von mir, sondern von Robin Möbus, der gerade ein Praktikum macht bei mir und kurz vor seinem Bachelor steht und wirklich zu diesem Thema etliche Studien gesichtet hat und auch am Ende euch eine schöne große Meta-Analyse noch vorstellen wird. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das Endergebnis so gut geworden ist, denn er hatte auch wirklich fantastische Animationen eingebaut. Und von daher lasst ihm gerne einen Daumen hoch da für die ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat. Alle werden sterben und das sollte für fast jeden keine Neuigkeit sein. Aber wahrscheinlich denken wir nicht jeden Tag daran, dass unsere Zeit auf Erden begrenzt ist. Wenn jedoch ein Verwandter oder ein Haustier stirbt, wird der Tod auf einmal präsenter. Dies wird Mortalitätssalienz genannt. Das Eigenableben ist salienter. Es gibt eine ganze Bandbreite an Forschung zur Mortalitätssalienz mit interessanten und oftmals unbewussten Effekten auf unser Verhalten. Wenn man uns an unsere Mortalität erinnert, verhalten wir uns grundsätzlich defensiver, verteidigen unsere Ansichten vehementer und zeigen kulturell angepasstes Verhalten. Wir werden aber auch altruistischer, haben negative Einstellungen gegenüber riskantem Fahrverhalten und wollen keine Rente. Zu all dem aber gleich mehr. Das Interessanteste jedoch ist, dass wir den Reiz, der Mortalitätssalienz auslöst, also uns an unseren Tod erinnert, nicht mal wahrnehmen müssen, damit er uns beeinflussen kann. Oftmals sind wir uns so der Beeinflussung gar nicht bewusst, durchaus gruselig. Das Konzept von Mortalitätssalienz wird häufig vor dem Hintergrund der Terror Management Theory diskutiert. In dieser Theorie geht man davon aus, dass die Unausweichlichkeit und Willkür des Todes Terror in einem hervorruft. Dieser Terror wäre schlecht und würde uns handlungsunfähig machen. Daher haben wir der Theorie nach verschiedene Puffer, die dem Terror entgegenwirken und ihn abmildern. Die zwei wichtigsten Puffer sind kulturelle Weltsicht und Selbstwert. Wenn wir an den Tod erinnert werden, so sagt die Theorie, dass wir vermehrt Verhalten zeigen, das den eigenen Selbstwert erhöht oder Verhalten, das kulturell positiv oder erwünscht ist. Im Folgenden schauen wir uns verschiedene Studien und deren Ergebnisse zur Mortalitätssalienz einmal ein wenig genauer an und schauen, welche Auswirkungen das auf unseren Alltag haben kann. Starten wir mit dem interessantesten und gleichzeitig auch angreifbarsten: subliminale Exposition. Bei dieser Technik werden Reize unterhalb der Bewusstseinsschwelle präsentiert. Das heißt, der Reiz wird zwar gesehen, aber nicht wahrgenommen. In dieser Studie werden zwischen zwei Wörtern, die als Ablenkung dienen, immer kurz das Wort Tod oder das Wort Feld eingeblendet. Und Probanden, denen man immer wieder das Wort Tod eingeblendet hatte, zeigten im Vergleich zur Feldgruppe mehr todesbezogene Gedanken und zeigten eine stärkere proamerikanische Einstellung. Hinweis: die Studie fand in Amerika statt. Ein wenig problematisch ist der Effekt von todesbezogenen Gedanken. Er wurde mit Hilfe von Wortvervollständigungsaufgaben erhoben. Dabei werden dem Probanden Worte vorgegeben, bei denen einige Buchstaben durch Lücken ersetzt wurden. Er soll dann das Wort vervollständigen. Zum Beispiel im englischen Wort K-I, Lücke, Lücke, könnte man die Lücken zu Kiss oder zum Beispiel zum Wort Kill vervollständigen. Kill wäre dann als Q für todesbezogene Gedanken zu werten. Die Menge an Wörtern, die mit dem Tod assoziiert werden können, waren hier dann die Maßeinheit.
Die beiden Bedingungen unterscheiden sich, obwohl signifikant, lediglich um ein Wort mit einer Standardabweichung von 0,7 Wörtern, also sehr problematisch. Der Effekt bezüglich der proamerikanischen Einstellung lässt sich mit der eingangs erwähnten defensiven Haltung der Mortalitätsallianz erklären. Ist methodisch sauber und signifikant mit P 0,001. Man kann daher sagen, dass selbst unbewusste Reize einen Effekt auf uns haben und uns in diesem Fall dazu verleiten, unsere eigene Kultur zu verteidigen. Wenn man schon einmal auf deutschen Straßen unterwegs war, kennt man vielleicht jene Schilder am Straßenrand, die einen dazu auffordern, langsamer zu fahren oder die Finger weg vom Handy zu nehmen. Aber wirken die tatsächlich? Genau dieser Frage gingen Wissenschaftler im Jahr 2014 nach. Sie zeigten 224 Versuchspersonen entweder nur ein ähnliches Bild wie diesem hier oder noch zusätzliche Variationen von visuellen und verbalen Mortalitätshinweisen. Visuell zum Beispiel durch einen Totenkopf. Sie fanden dabei heraus, dass das Hinzufügen von Mortalitätsreizen, egal welcher Art, zu einer Änderung der Einstellung gegenüber der Smartphone-Nutzung während dem Fahren in Richtung einer Ablehnung des Verhaltens führt. Visuelle Reize waren dabei am ehesten geeignet, denn sie führten über die Einstellung hinaus auch zu einer signifikanten Intention der Verhaltensänderung. Die Plakate am Straßenrand scheinen daher tatsächlich den gewünschten Effekt zu erzielen. In einer anderen Studienreihe fügte man diesem Befund aber noch eine weitere Annahme hinzu, nämlich die Wichtigkeit des Autofahrens für den eigenen Selbstwert. In dieser Studie wurden junge israelische Soldaten im Alter zwischen 18 und 21 zu ihrem Fahrverhalten, ihrer Einstellung gegenüber riskantem Fahren und der Wichtigkeit des Autofahrens für den eigenen Selbstwert befragt. Zudem absolvierten sie eine Fahrt in einem Fahrsimulator. Ein Teil der Probanden wurde dazu aufgefordert, vor diesen Messungen über ihren Tod zu schreiben und der andere Teil über einen Restaurantbesuch. Wenn Personen, denen das Autofahren für den eigenen Selbstwert wichtig war, über den eigenen Tod schreiben, so gaben sie häufiger an, riskant zu fahren und fuhren auch im Simulator schneller als die anderen Gruppen. Das heißt, grundsätzlich führen solche Plakate an der Straße zum gewünschten Verhalten, bei manchen Gruppen, aber zum Beispiel bei Fahrern eines Porsches, tatsächlich zum gegenteiligen Effekt. Crazy. Die Tatsache, dass wir unseren Planet nicht allzu gut behandeln und dass ein großes Gefälle an Reichtum existiert, ist in den letzten Jahren drastisch in den Vordergrund gerückt. Die UN hat daher 2014 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung formuliert. Diese umfassen zum Beispiel die Bekämpfung von Armut, Ungleichheit und Hunger oder erneuerbare Energieerzeugung und Verminderung von Treibhausgasen. Um diese Ziele zu erreichen und den zukünftigen Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen, ist es allerdings notwendig, dass wir, also jeder Einzelne, heute schon Einschnitte und Veränderungen in seinem Leben vornimmt. Dies wird als generationsübergreifender Altruismus bezeichnet. In einer Studie aus 2018 wurde untersucht, ob Erinnerungen an den Tod einen Einfluss auf generationsübergreifenden Altruismus haben. Sie unterteilten die Probanden in drei Gruppen, in welchen die Probanden entweder über einen Zahnarztbesuch, das Einkaufen gehen oder ihren Tod schreiben sollten. Im Anschluss befragte man sie, ob die heute oder künftige Generation die höhere Priorität haben sollte. In der Mortalitätsallianz-Gruppe, also die, die an ihren eigenen Tod erinnert wurde, stimmten 63% für zukünftige Generationen, während es beim Einkaufen gehen lediglich 46% waren. Als man sie zu den Nachhaltigkeitszielen der UN befragte, stellte sich jedoch interessanterweise heraus, dass die Probanden, die über ihren Tod schreiben sollten, diese Ziele als weniger wichtig empfanden als die beiden anderen Gruppen. Dies wird damit erklärt, dass unter Umständen einige Ziele der UN konträr zu den Werthaltungen der Probanden waren und sie durch das Priming stärker ihre Ansicht vertreten haben. Zudem war die untersuchte Gruppe amerikanisch und viele der UN-Ziele gehen stark gegen den momentan amerikanischen Lifestyle. Probanden schienen also die eigene Kultur verteidigen zu wollen, wovon bei zukünftigen Generationen vorher nicht die Rede war. Plump ausgedrückt, Zukunft ja, aber nur für uns. Eine andere Studie, die ich hier kurz erwähnen will, unterstützt diese Erklärung der Ergebnisse. In einer 2017 nach dem Wahlkampf in den USA durchgeführte Studie zeigt, dass wenn Probanden an ihren Tod erinnert wurden, sie eher mit Donald Trump, einem charismatischen Führer, sympathisierten, anstatt mit Hillary Clinton. Die mitverfasste politische Neigung allein konnte diesen Effekt nicht erklären. Trumps Motto »Make America Great Again« und seine Abneigung gegen Ausländer und Immigration scheint die salient gemachte Bedrohung abzumildern, indem sie die eigene Identifikation mit Amerika erhöhen und den eigenen Selbstwert so steigern. Trump fungiert hier sozusagen als Puffer aus der Terror Management Theory, weshalb die Probanden sich eher für ihn entscheiden. Die letzte interessante Studie,
bevor wir einen Blick auf eine Meta-Analyse werfen, dreht sich um das Thema Rente. Wer sich schon einmal mit dem Thema beschäftigt hat, kennt vielleicht die milde Abneigung gegenüber diesem Thema. Aber vielleicht liegt das Problem genau darin, wie genau die Wortwahl um das Thema Rente ausfällt. In dieser Studie wurden Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine sollte einen Text über Zahnschmerzen und die andere über ihren eigenen Tod schreiben. Danach sollten sie sich vorstellen, sie wären 65 und hätten 100.000 Euro und stünden nun vor der Entscheidung, ob sie diese 100.000 in eine monatliche Rente umwandeln. Die Hälfte jeder Gruppe wurde die Rente mit den Worten: Sie erhalten jeden Monat eine Auszahlung für jedes Jahr, das sie leben. Die andere Hälfte der beiden Gruppen erhielt lediglich den Zusatz: bis sie sterben. Ein Blick auf die Ergebnisse ist erstaunlich. Personen, die über Zahnschmerzen schreiben, wählen zu 35% die Rente, im Vergleich zu 26%, die über ihren Tod schreiben mussten. Noch interessanter wird es, wenn wir den zweiten Teil mit in das Modell aufnehmen, den marginalen Unterschied in der Beschreibung der Rente. Probanden, die bis sie sterben zu der Beschreibung hinzugefügt bekommen hatten und über ihren Tod schrieben, waren 30% weniger bereit, die Rentenoption zu nehmen, im Vergleich zur Zahnschmerzengruppe, die keine entsprechende Ergänzung bekommen hatte. Für den Alltag heißt das, wenn man sich Gedanken um seine Rente macht, sollte man möglichst das Thema Tod außen vor lassen. Ansonsten könnte es passieren, dass man eine wichtige finanzielle Entscheidung deutlich anders trifft, als man das ohne eine entsprechende Salienz getan hätte. All diese Befunde wirken interessant, aber auch ein wenig reißerisch. Zu Recht darf man an dieser Stelle fragen, ob das Konstrukt von Mortalitätssalienz, also das Erinnern an den Tod, sich so halten lässt oder ob es andere Erklärungen dafür gibt. Deshalb schauen wir uns nun eine Meta-Analyse an. Diese Meta-Analyse aus dem Jahr 2010 hat 277 Studien zum Thema Mortalitätssalienz kategorisiert und analysiert. Sie stellen dabei Folgendes fest: 90% der Studien basieren auf universitären Stichproben und ca. die Hälfte der Studien kommt aus den USA. Die beliebteste Mortalitätssalienz-Manipulation ist ein Essay, also schreiben Sie über Ihren Tod, mit 80%. Nur in Anführungszeichen 62% der Studien haben ein negativ behaftetes Kontrollthema, zum Beispiel den Zahnarztbesuch. Das ist wichtig, da vielleicht Arousal oder nur negative Emotionen, nicht Mortalitätssalienz, für den Effekt verantwortlich sind. Die Effektstärke über alle Studien hinweg wurde auf 0.35 berechnet, was einen mittleren Effekt beschreibt und für die Psychologie zu den Top 25% der Effekte zählt. Erwähnenswert ist hierzu, dass sich ein Unterschied zwischen universitären und anderen Stichproben ergab, 0.25 zu 0.36, was die Vermutung zulässt, dass Mortalitätssalienz vor allem dieser Altersgruppe stark ausgeprägt ist, zum Beispiel weil es sich um eine entscheidende Lebensphase handelt. Dies stellt aber laut der Analyse kein Problem für den Gesamteffekt dar. Es wurde außerdem nach einem Publication Bias gesucht, das heißt, dass systematisch Studien nicht veröffentlicht wurden, weil die zum Beispiel keinen Effekt finden konnten oder aus sonstigen Gründen nicht publiziert wurden. Die Analyse ergab keine Anzeichen für einen solchen Publication Bias. All dies führt zur Annahme, dass der Effekt der Mortalitätssalienz existiert und auch nicht auf andere Faktoren zurückzuführen ist. Abschließend möchte ich das Ganze mit einem kleinen Gedankenexperiment. Wie wir gesehen haben, scheint Mortalitätssalienz tatsächlich einen Effekt auf uns zu haben. Was passiert nun, wenn wir dauerhaft irgendwelchen Todesreizen ausgesetzt sind, wie es zum Beispiel während der Covid-Pandemie war? Physische Auseinandersetzungen und psychische Erkrankungen stiegen rasant in die Höhe. Klar, vieles hat auch andere Gründe gehabt, zum Beispiel dem Lockdown, irgendwelchen wirtschaftlichen Folgen, zum Beispiel Jobverlust oder den Tod eines Bekannten. Aber ich denke trotzdem, dass die Mortalitätssalienz, die permanent jeden Tag um uns herum ist, einen kleinen Effekt auf das hatte. Mich würde interessieren, was ihr zu dem Thema denkt und ob ihr vielleicht bei euch während der Pandemie schon einige Verhaltensweisen beobachten konntet, die sich durch Mortalitätssalienz oder die Terror Management Theory erklären lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, wo wir dann darüber diskutieren können.